Genau, ich habe kein lineares Fernsehen mehr. Gibt es noch die sexy Sportclips? Dann könnte man genau das wir sind je nachdem, wann ihr schlafen geht, sind wir entweder eure Teletubbies, eure Tagesschau oder die sexy Sportclips. Die kenne ich nicht. Na ihr Lieben, herzlich willkommen zur Basiskirche. Ich bin Chris und das ist Hanna. Irgendwo da unten wird das auch stehen. Und Hanna, erzähl doch mal, warum gibt es unseren Kanal? Es gibt den Kanal der Basiskirche, weil wir eine Kirche wollen, wo man keine Hose braucht. Erzähl mir da ein bisschen mehr zu. Also, ist es praktisch, weil ich trage tatsächlich auch gerade keine Hose. Aber erzähl mir ein bisschen mehr davon. Ich glaube, dass heute ganz viel, also viele Leute erleben das Leben irgendwie als anstrengend, ich auch. Und deswegen sucht man sich oft in seiner Freizeit Sachen oder Möglichkeiten, um das zu umgehen, dass man irgendwie dann noch das Haus verlassen muss, sich anziehen muss, irgendwo hinfahren Hobbys muss. Ohne und so. Hose. Hobbys ohne Hose. Wir bestellen Essen im Internet ohne Hose, wir bestellen irgendwie Bücher, wir gucken Filme im Internet, wo wir das Haus nicht für verlassen müssen. Und jetzt gibt es dafür auch noch eine Kirche. Das passt natürlich sehr gut. Ich bin mittlerweile im Alter, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich damit hinkomme, dass ich abends tatsächlich auch lieber mit einem Deckchen über den Beinen auf dem Sofa sitze. Und das Coole ist, so ist Kirche jetzt auch. Und dann ist es egal, ob ihr die hosenlosen Leute mit einer Decke über den Beinen seid oder ob ihr immer schon mal einen Gottesdienst in einem Schaumbad erleben wolltet. All das geht jetzt über die Basiskirche. Man darf schon auch Jogginghosen anziehen, also es drückt mir ein Auge zu. Und was ich so geil finde an der Basiskirche, das ist die Kirche, die ich als Jugendlicher und junger Erwachsener gebraucht hätte. Denn ich hatte damals einen Arsch voll Probleme, habe sogar geguckt, ob ich in der Kirche da irgendwie Hilfe finde. Aber ich habe nur das Gefühl, ich habe die Predigten nicht verstanden und auch den Gottesdienst fand ich immer irgendwie so ein bisschen seltsam, warum da jemand in so einer Sprache, die ich nicht verstehe, den goldenen Schrank anschreit. Und mit all den Problemen... Im schwarzen Bademantel. Genau. Auch da, genau, wir tragen jetzt keinen schwarzen Bademantel. Und das Beste ist, bei der Basiskirche sind viele Leute, die man auch im echten Leben nett finden würde und zu denen man hingehen würde. Wie uns zum Beispiel. Und mit denen man irgendwie reden wollen würde. Ja. Weil als ich jung war, waren in der Kirche eigentlich immer nur alte Leute. Und es ist eigentlich immer also ältere Leute, die viel älter sind als ich. Und die sind super und die haben oft viele interessante Sachen erlebt. Aber die haben ein ganz anderes Leben als ich. Die haben ganz andere Fragen. Und da ist es irgendwie oft schwer, mit denen zu connecten. Auf die Art und Weise, wie man das mit Leuten kann, die irgendwie in einer ähnlichen Situation sind, ähnliche Fragen haben, nach dem suchen, wo ich auch nachsuche. Und die finde ich in der Basiskirche. Und was mir wichtig ist... Wir machen den Kanal hier nicht für die süße, süße YouTube-Kohle, sondern für dich. Dass wir als Kirche dann für dich da sind, wann du uns brauchst. Und das kann eben auch nachts um drei sein. Da könnte man natürlich auch vor Ort irgendwie in der Gemeinde oder bei der Pastorin klingeln, aber die wird ein bisschen spärlich angucken und fragen, ob das nicht hätte bis morgen warten können. Und das Coole ist, bei so einer digitalen Kirche wie hier musst du nicht warten. Da kannst du dir auch nachts um drei einen Gottesdienst zusammenstellen. Entweder mit den Problemen, die du hast oder mit den Dingern, die du gerade feiern möchtest, weil du nicht schlafen kannst. Und wir wollen wissen, was deine Themen, deine Fragen sind. Also kommentier die gerne hier oder auf Instagram, weil es Kirche für dich sein soll und für dein Leben. Und darauf wollen wir, da wollen wir zusammen suchen und Antworten geben, Reportagen zeigen, das, was dir gut tun könnte. Und dazu wollen wir wissen, was dich beschäftigt. Das ist nicht Kirche, die sagt, du musst es so und so machen oder die sagt, heute ist aber dieser Text dran, sondern wir wollen uns an deinem Leben orientieren. Genau, und wir wollen dir erzählen, was wir so erleben. Und an all die Sachen, die wir sagen, kannst du auch Fragezeichen dranhängen. Ne? Dann baller einfach in die Kommentare, was du schräg findest und dann versuchen wir mit der Zeit auf die Fragen anzugehen. Und das finde ich das Coole an Basiskirche, dass es eine Kirche ist, die sich an dir orientiert, am Menschen und nicht an dem, was irgendwie immer schon war. Also auch, wir haben das mit im Blick oder so, es ist irgendwie hinten dabei, aber es geht um dich und es geht darum, wie Glauben für dich interessant und relevant sein kann. Wie du die Liebe und Freiheit von Jesus Christus entdecken kannst und dass die für dich in deinem Leben wirksam wird. Und mit der Freiheit ist tatsächlich nicht nur die Hose gemeint, sondern auch das Herz. Besonders das. So, ihr Lieben, wir wollen euch natürlich besser kennenlernen, also kommen hier ein paar kurze Fragen mit der Bitte um eine knackige Antwort. Kurz locker machen und dann los. Wenn bei Kirchen nichts verboten wäre, was würdet ihr dann machen? 100 pro einen Rockgottesdienst. Ich würde diese uralten Bänke raushauen und eine Menge Liegestühle dahin packen. Und ich stehe total auf Goa-Musik. Für Leute, die damit nichts anfangen können, das ist so Elektrobums. Genau, ich würde mies viel Boxen da reinstellen, Subwoofer. Und dann gibt es am Ende so einen Goa-Segen, wo man sich einfach nur hinlegt. Dann gibt es so ein Gebet aufbessen. Da hätte ich mies Bock.
Ich glaube, ich würde Taufe to go machen. Dass man sich nicht anmelden muss und dass man sich irgendwie nicht erst irgendwie an einem Kurs teilnehmen muss, sondern dass man einfach also die Taufe, die Gnade so verschenkt an jeden, der das haben will. Quasi, also kein Drive-Through, sondern ein Taufe-Through. Ein Taufe-Through, ja. Geil. So, dann seid ihr ja bald auch YouTube-Stars. Was verdient man denn da so, also als Pastor und YouTube-Star? Ich werde häufig gefragt, was ich als Pastor verdiene und die Antwort ist Geld. Als YouTube-Star verdient man, glaube ich, Ruhm und Ehre, aber das können wir, also ich kann es ja nicht ganz einschätzen, weil ich das ja noch nicht bin. Ja. Geld ungefähr so viel wie eine Lehrerin. Also Füße auf den Tisch, am Ende kriege ich überwiesen, na gut, ich habe keine volle Stelle. Ich arbeite nur ein Dreiviertel, damit ich auch Pause machen kann und wandern und Filme gucken. Und ich kriege knapp über 2000 Euro überwiesen. Oh echt, so viel Pizza kann man für 2000 Euro kaufen? Und das Geld investiere ich maßgeblich in Pizzen. Okay, was ist euer Lieblingswitz? Ich meinte natürlich euren liebsten Kirchenwitz. Oh, schade. Ich dachte, jetzt könnte man mal richtig buttern. Ich finde ja immer die Witze gut, die anfangen mit, kommt ein Priester, ein Rabbi und ein Imam in eine Kneipe und dann weiß ich aber nicht mehr, wie die weitergehen. Deswegen ist aber das Setup von dem Witz genau, reicht schon völlig, genau. Wir können keine guten Kirchenwitze erzählen. Das üben wir bis zum nächsten Mal. Aber ich erzähle euch einfach meine Lieblingswitze. Das sind zwei in Reihenfolge. Der erste ist, kommt ein Pferd in den Blumenladen und fragt, haben Sie mal geritten? Genau, ihr müsst auf jeden Fall irgendwie Lacher einbauen oder grillen, ist mir egal. Und der zweite, genau, kommt ein Rocker in den Blumenladen und fragt, wo sind denn die ganzen Roses? Ah, okay. Machen wir mal schnell und passend weiter. Was war euer peinlichster Moment im Job? Bei meiner ersten Beerdigung habe ich leider den Namen des Toten immer falsch gesagt. Oh Gott. Der wurde mir aber vorher falsch aufgeschrieben, das muss ich dazu sagen. Aber irgendwann stand die Enkelin weinend auf und hat mich angeschrien, dass ich immer Heinz statt Hein sage. Gut, um aus der Dramatik ein bisschen rauszukommen. Ich mache viele Gottesdienste mit so einem Headset. Und ich weiß nicht, ob einige von euch in der Generation sind, die nackte Kanone kennen. Da gibt es etwas, was auch mir passiert ist. Ich war nämlich noch kurz am Pissoir und hatte vergessen, mein Headset zu muten. Und auch in der Kirche hat keiner mein Headset gemutet. Und man hat sich kurz gefragt, wo denn dieser Brunnen in der Kirche steht. Nächste Frage. Welche Frage würdet ihr niemals ehrlich beantworten? Es muss ja YouTube-fähig sein. Okay, ich habe was. Ich habe noch nichts. Also doch, oder es ist auch nicht YouTube-tauglich. Denn, Aber genau das wollen wir doch. Mal ein bisschen was von euch erfahren. Das sind ja alle Fragen, die mit Sex zu tun haben. Das sind ja die, die man nicht jetzt also offen als Pastorin vor allen Leuten im Internet beantworten würde. Eine Freundin von mir hat vom Kirchenvorstand einen Brief bekommen, in dem sie gebeten wurde, dass sie doch bitte, wenn sie mit ihrem Ehemann Sex hat, das Fenster zumacht. Ja, genau. Aber auch die haben keine Fragen gestellt. Das heißt, sie musste da keine Frage beantworten. Ja, ja. Tatsächlich, ich glaube, ich beantworte jede Frage ehrlich, aber ich antworte halt nicht jedem. So, wenn ein guter Freund fragt, dann kriegt er auf alles eine ehrliche Antwort. Aber wenn mich jetzt, keine Ahnung, Ulf aus Düsseldorf irgendwie anschreibt, dann dem beantworte ich halt nicht jede Frage. Das geht mir auch so. Also, es kommt auf das Vertrauensverhältnis an und genau. Und man braucht halt auch Leute, denen man alles erzählen kann. Und das ist echt ein Geschenk. Genau, und für andere Leute braucht man auch Geheimnisse, oder? Also, ja. Ja. Gut, letzte Frage. Basiskirche ist ja also nun moderne Kirche auf YouTube. Ist das nicht Fremdschämen mit Ansage? Was ist die Basiskirche? Ja, genau. Also, ich bin ja ehrlich. Ja, und dann lachst du erstmal. Also viele Sachen, also oder nicht bei allen Sachen, die, wo das Label Kirche draufsteht und die man im Internet sehen kann, würde ich unbedingt mitmachen. Manche Sachen sind... Für mich wird es immer dann fremdschämen, wenn man versucht, was zu machen, was man selber nicht ist. Also wenn ich jetzt einfach versuchen würde, irgendwie hip zu sein, dann funktioniert es bei mir nicht. Ich kann einfach nur normal sein, so wie ich im Alltag auch bin. Und das Coole ist, darum haben wir so viele Leute hier bei der Basiskirche, weil jede und jeder kann für sich irgendwie was echt machen. Yoga zum Beispiel habe ich noch nie gemacht. Und MacGyver hat mal gesagt, man soll sich nie über etwas lustig machen, das man nicht versteht. Darum mache ich da jetzt keine Witze drüber, weil ich es noch nicht gemacht habe. Und das könnte ich nicht echt. Aber wir haben Leute gefunden, die auch sowas echt können und das mit dem Glauben verbinden.
demnächst geht es hier weiter mit Yoga, es gibt Fitnessübungen, es gibt Meditationen, die man machen kann. Es gibt einen Segen, den ihr euch angucken könnt. Wenn ihr Segen braucht, dann genau, klickt einfach bei Basiskirche rein. Wir haben auch Reportagen, genau. Das heißt Seelsorge, ne, wenn Leute begleitet werden und Probleme haben, auch da sitzt ihr mit im Raum und könnt mal zuhören, wie das ist, über Probleme zu schnacken und miterleben, dass aus Worten auch Wege werden können. Für alle, die wissen wollen, wie geht denn Kirche, jenseits von dem, was wir hier irgendwie so machen, gibt es eben diese Reportagen, da könnt ihr gucken, wie es beim Bestatter ist. Genau, könnt ihr viel über die Schulter gucken und es ist nicht nur how to church, sondern irgendwie auch how to live, ja, genau. How to love, how to pray, how ja, to eat. Genau. Und für alle Hautos, die wir jetzt nicht gesagt haben, schreibt uns einfach. Genau, dann machen wir das auch für euch. Früher war das so, da hat für viele das Sandmännchen, manchmal mit den Teletubbies, den Tag strukturiert und danach war irgendwie Schicht im Schacht. Und jetzt ist es so, dass es Montag, Dienstags, Donnerstags und Sonntags immer um 19 Uhr ein neues Video von der Basiskirche gibt. Das heißt, wir sind euer Sandmännchen. Und in dem Sinne, drückt den Like-Button, als wäre er ein guter Freund, den ihr lange nicht gesehen habt. Lasst ein Abo da und klingelt die YouTube-Glocke. Und macht's gut, ihr Süßen. Ciao. Die Teletubbies, aber... Die Target Audience geht immer schon auf Teletubbies ins Bett. Ich kann das aber mal machen. Fällt das jemandem auf? Sonst mach noch einen. Du kannst ja... Gibt es noch... Wir sind euer GZS-Set. Ich hab kein lineares Fernsehen mehr. Gibt es noch die sexy Sportclips? Dann könnte man genau das... Wir sind je nachdem, wann ihr schlafen geht, sind wir entweder eure Teletubbies, eure Tagesschau oder die sexy Sportclips. Die kenne ich nicht. Das sind so Damen, die Tennis spielen und es stellt sich mit der Zeit heraus, dass sie gar nicht so gut Tennis spielen können.